Herzlich willkommen bei Mini Paradise zu einem neuen Video hier bei uns auf dem YouTube-Kanal und heute zu einem ganz besonderen Video. Und was wir machen, das stellt euch der Manuel jetzt mal vor, denn wir beide sitzen heute hier zusammen und malen. Malen mit Manu und Robert, ne? Mhm. Kontrastfarben, Hype. Ja, was soll man dazu sagen? Ich habe auf jeden Fall den König des Speedpaints ist mal mit eingeladen. Oh, jetzt fange ich an zu schwitzen. Wieso? Du bist der König des Speedpaints. Nee, das bist du. Ich probiere mich anzupassen, aber das bist schon du der König. Und wir wollen mal ein bisschen die Kontrastfarben heute ausprobieren. Ja. Was meinst du, das lädt schnell, ja? Ich werde das relativ schnell hochladen. Also ich denke mal, heute ist Freitag, der 6. Und ich denke mal, spätestens am 8. Freitag ist das Ding. Der 6., das wäre geil. Nee, das stimmt doch gar nicht. Was haben wir denn heute? 14. 14. Oh Gott, ach stimmt. Ja, aber du arbeitest so viel. Ja, alles gut. Du auch. Bald wieder. Jetzt wieder. Ich arbeite wieder. Naja, ich denke mal, also übermorgen Sonntag ist das Ding oben. Cool. Also es läuft. Super. Ja, was wollen wir heute bemalen? Eine Menge. 40k, Endlos, Zauber, AOS, alles dabei heute, ne? Bisschen Fahrzeuge, ein bisschen... Ja. Haben wir Forge World Resin auch dabei? Wir haben Forge World Resin. Normales Finecast haben wir. Hier. Finecast haben wir. Normales Plastik, in Grace hier gesprayt, in Ravebone gesprayt, Gold gesprayt. Gold, wir haben alles dabei, also wir haben probiert, wirklich so viel wie möglich abzudecken. Ne? Ja, also Zinnfiguren haben wir grundiert. Genau. Ne? Zinnfiguren auch. Und natürlich normalen Standard Plastikkram. Ja. Also wir haben alles. Und gerade, also ich finde es mega interessant, vielleicht auch mal zu sehen, was passiert, wenn wir die Kontrastfarben jetzt auf andere Grundierungen hauen. Sundry Dust, Mechanicus Standard Ray haben wir hier. Wir haben das Gold haben wir hier. Und natürlich, wie du jetzt eben schon sagtest, die Standardgrundierungen, die neuen. Ne? Ja, ich bin nochmal gespannt. Ich habe ja hier schon teilweise drüber gemalt mit Ruckard Flash, ob man das bemerkbar macht. Mal gucken. Hast du extra so gelassen jetzt, Marc? Nee, das wollte ich. Nee, das ist rein zufällig jetzt. Sagen extra so gelassen. Ja, ich habe es extra so gelassen, Entschuldigung. Ja. Ja, schauen wir mal, ne? Du bist gespannt, ne? Ja, ich hoffe, es enttäuscht mich nicht. Also, was ich jetzt so im Internet gesehen habe auch und für mich... Ich glaube, es kommt auch vieles auf die Technik an, oder? Dazu kommen wir jetzt ein bisschen vielleicht, nachdem wir... Wollen wir ein bisschen vorstellen, was wir machen? Gerne. Zu Anfang? Ja, ich habe hier einmal die prismatischen Palisaden. Die werde ich mit Dark Angels Green malen, also die Palisaden erstmal. Dann habe ich hier die neue von Forbidden Power, die Brücke. Skelettbrücke, da werde ich mit... Magus Purple und unten die Erde mit Sigur Brown bemalt. Den Burning Head weiß ich noch nicht, irgendwie so rot und orange, das mache ich im Laufe des Videos, schaue ich mal. Dann male ich einen Imperial Fist und die Mangler's Quick in Gelb. Das ist ein Forge World, ganz normal das Space Marine, oder was ist das? Ja, die waren bei so einer Kanone dabei, also das ist quasi so eine Besatzung. Genau. Also Bedienung, Bedienmannschaft. Da werde ich die Gelb malen, den Mängler in Gelb, die Orks natürlich, die Goblins natürlich in Grün, das kommt alles später. Dann habe ich hier drei Endlos-Zauber, da werde ich Warp Lightning nehmen. Draußen liegen noch grundierte Chaos Chosen, die werde ich im Nurgle, Plague Bear, Flash malen, das wollte Robert ganz gerne sehen auch. Dann haben wir hier einen Burning Head, den malen wir mit Blood Angels Red als erste Farbe. Mhm. Und dann kommen wir mal zu deinem. Ne? Wir haben hier. Genau, wir haben jetzt von Atmec so einen kleinen, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, also das ist hier der Typ, der mit den Kastellan-Robots rumrennt, sieht so ähnlich wie so ein Tech-Priest. Okay. Also Maßschema habe ich ja sowieso standardmäßig bei meinen Atmec und entsprechend wollte ich jetzt mal dieses Blood Angels Red bei dem Umhang probieren. Dann haben wir hier einen Saurus, also einen Seraphon Guard. Kerle ist das und wer meine Seraphon kennt, also das ist unwahrscheinlich, dass die jetzt noch jemand kennt, aber die sind halt relativ dunkel, ziemlich dunkle grüne Schuppen und ja, wie ist denn oben die Verzierung, wie habe ich denn das immer gemacht, die Hörnchen, glaube ich ganz normal so in Bone, auf jeden Fall, es geht um die Haut, dann nehmen wir hier dieses Militarum Green, also ein relativ dunkles und vielleicht stellenweise von diesem Orc-Flash noch mal so ein bisschen was drüber, da müssen wir mal gucken, vielleicht wollte ich damit so ein bisschen... Dann müssen wir ja Erfahrung sammeln, ne? Ja, eben. Dann habe ich einen kleinen Skink, weil das ist für mich gerade, wenn ich die Seraphon mal weiter spielen sollte, vielleicht auch so eine Revolution mit den Dingern, weil Skinks brauchst du ja in Massen
Und ja, da werde ich dieses Ethermatic Blue nehmen. Lach nicht jetzt. Ethermatic. Ich werde wieder andere Namen finden. Dann haben wir einen ganz normalen neuen Marine, also aus dieser Schattenspeerbox. Ultramarine Blue natürlich. Muss sein. Dann habe ich hier zwei Ganten dabei und die versuche ich auch so wie meine Tyranniden zu machen. Das heißt, Sandwich-Dust sind so grundiert. Jetzt mal eine andere Grundierung. Und dann werde ich dieses Agarus Dunes nehmen für die, lass mich überlegen, für den normalen Körper. Und für die Schuppen obendrauf nehmen wir das Dark Angels Green. Oh, da bin ich gespannt. Das ist sehr, sehr hell. Hast du das gesehen? Dark Angels Green. Ach so, hier unten hängt da noch die Suppe drin. Ja, ist wie es ist. dann haben wir, und das zerbreitet, das wirklich, also das bereitet mir Kopfzerbrechen in den letzten Wochen. Ich habe ja eine Drukhari-Armee. Die sind natürlich nicht mal ansatzweise bemalt. Dieses Teil, was wir jetzt hier sehen, dieser Reaper, Barke, irgendwas, keine Ahnung, wie das Ding heißt jetzt genau, die ist jetzt viermal grundiert. Viermal. Heute. Bis alles gedeckt war, was? Nee, weil ich jedes Mal probiert habe und dann gemerkt habe, ach, gefällt mir nicht, mach's wieder. Das ist quasi so die Test, das andere Wort möchte ich nicht sagen. Das ist das Kleinste ausgesucht, ne? Ja, gut, aber ich wollte halt gucken, weil durch diese Vertiefung hier ist es vielleicht auch ganz interessant mit den Kontrastfarben, wie das da so wirkt. Ich bin gespannt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Hoffentlich müssen wir das nicht das fünfte Mal noch grundieren. Das hört jetzt auf. Das ist mit dem Grey Seer grundiert. Jetzt, die Revolution kommt jetzt hoffentlich. Jetzt kommt dieses Basilicanum Grey auf die komplette Fläche, sowie auch auf die Cabalite Warriors hier drauf als Rüstung. Die Segel, weil ich so einen Kontrast setzen wollte, danke an Marius für die Hilfe, für die Tipps, werde ich in dem Flash Tierras Red machen, um da einfach noch so ein bisschen Kontrast reinzubringen. Und dann haben wir im Internet irgendwie ein paar coole Fotos gesehen von goldgrundierten Modellen. Da haben wir jetzt hier so ein bisschen Gustodes-Kram mit. Und da wollen wir einfach mal das Thalassa-Blut draufhauen. Mal gucken, was da passiert. Ja, und dann haben wir hier noch so ein bisschen da bin ich richtig gespannt. Imperiales Zeug aus Zinn. Das ist aus einer Box, die ist GW Exclusive. Das ist so eine, ich weiß gar nicht, so eine Command, was weiß ich. Auf jeden Fall geht es hier im Prinzip darum, um diesen, wie heißt der hier, ist auf jeden Fall hier so ein Kerl, der einmal so einen Artillerieschuss hier von sich geben kann oder so eine, ja, sind Zinnmodelle in Bone grundiert, wie heißt es, Bone? Wraith Bone. Ja, und da werden wir Gulliman Flash mal ein bisschen drauf ausprobieren, da werden wir dieses Zygor Brown mal ein bisschen drauf ausprobieren und Shaiish Purple. Shaiish, was auch immer. Und mal gucken, was du da noch so hast, was wir da einfach draufschmeißen können. Ja, wir wollen mal gucken. Fangen wir mal an, ne? Ja, auf jeden Fall haben wir auch einen guten Tipp bekommen, dass, wenn man diese Dinger hier schüttelt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, ich fange jetzt hier mit meinem Drukhari an. Wenn man die Dinger hier schüttelt, man sieht halt sehr gut bei dem hier zum Beispiel, dass sich hier unten dieses Zeug absetzt. Und egal wie viel man schüttelt, man kriegt das irgendwie nicht weg. Und deswegen machen wir da jetzt Metallkugeln rein. Ich bin so gespannt drauf, die erste aufzumachen. Wie das riecht. Klasse. So, und jetzt hier. Hier. Das heißt, hier, dass die Kugel was bringt. Warte. Weiß ich nicht. Guck mal. Das ist doch ein Shake. Normalerweise brauchen wir ja. Schauen wir mal. Ja, aber du siehst ja, dass sich das Zeug nicht ablöst. Das ist wie beim Hefeweizen. Zeug hängt unten drin und kommt nicht raus. Ja. Achso, wollen wir das verdünnen noch? Den Tipp haben wir gekriegt. Deswegen haben wir hier übrigens noch dieses Kontrastmedium stehen. Da müssen wir noch einen Mischer holen, ne? Ich hole mal schnell ein. Soll ich es mal ohne? Ich probiere es mal kurz ohne. Ich würde sagen, wir probieren einmal ohne und einmal. Als Pinsel haben wir beide heute identische Pinsel. Und zwar haben wir einmal einen M-Shade und einmal einen Base M. Für vielleicht so ein bisschen mehr Vertiefung oder so, dann, oder so ein bisschen detailmäßiger zu malen. Wir gucken mal. Also es soll schnell gehen, deswegen haben wir die großen Pinsel heute. Ja, also ich teste das jetzt mal und zeige euch das dann natürlich auch gleich. Basilicanum Grey. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Gut.
Sehr dunkel auf jeden Fall. Sehr, sehr dunkel. Echt jetzt? Ja, wirkt fast schwarz auf dem Ding jetzt. Ich zeige euch das gleich mal da im Video. Wenn ich hier so ein bisschen gemacht habe. Schon krass dunkel. Ich suche es als vor unserer Nase. Ich bin auch nicht sauer. Wie, hast du schon drauf, Happy? Ja, nein, nur so ein bisschen hier. Aber da habe ich ja, Marius hat da gesagt, dass man das zweimal drüber machen soll. Ja, es ist so schon sehr dunkel, finde ich. Was? Hä? Echt? Ja, ich finde es schon recht dunkel. Also das reicht, wenn wir da ein bisschen drüber... Findest du? Findest nicht? Mir ist das zu hell. Echt? Ja. Hier können wir mischen, falls wir was wollen. Ich hätte das jetzt einfach mit in die Dose schon reingekippt und das direkt verdünnt. Nee, das würde ich... Oh gut, jetzt was sage ich was. Das weiß ich nicht, ob man das machen soll. Keine Ahnung. Na, mit Sicherheit nicht. So, aber ich fange jetzt auch mal an. Mal gucken. Oh, ich habe nichts gegessen heute. Merke ich schon wieder. Ich zittere schon wieder. Das ist jedes Mal von dir. Ja, ich muss immer, auch wenn ich zu Hause male... Ich merke das richtig, wenn ich nichts gegessen habe. Das geht total in die Hose, da zitter ich wie... Ich weiß nicht, ob ich das hier richtig mache. Oh, hast du das auch noch drauf? Ich habe den kleinen Pinsel genommen hier. Ich komme mir vor wie so ein wie einer, der das erste Mal eine Farbe in der Hand hat. Ja, das ist irgendwie neu, ne? Na, ob ich das richtig mache, da bin ich mal gespannt. Tja, das wird fleckig, glaube ich. Bei dir. Wieso denn das? Weiß ich nicht. War es ja auch nicht schlimm bei dem, oder? Genau. Soll der so hell werden? Nö, den schäle ich dann am Ende nochmal, glaube ich. Echt? Ja. Okay, eine gute Idee. Ich weiß so, ich musste erstmal alles ausprobieren. Ich weiß gar nicht, ob man die noch schälen soll, ob ich danach direkt trockenbürsten soll, nach dem hier. Ja, aber schäden, eigentlich sollst du dir das doch sparen mit dem Zeug, oder? Also klar, wenn es jetzt zu hell ist oder so und du haust da jetzt nochmal irgendwas drüber, dann wird das so seine Berechtigung haben. Aber an sich ist das doch, glaube ich, nicht dafür gedacht, dass man es noch schädet, dachte ich. Es kommt darauf an, was man machen möchte. Möchte man schnell fertig sein und einfach nur für zocken? Ja. Oder will man noch ein bisschen eindeutig einen kleinen Standard haben? Ja gut, dann... Da würde ich mich auch anschließen. Auch wenn ich immer versuche, schnell alles fertig zu machen, aber... Ich finde halt so ein Mittelding ist cool. Nicht übertreiben mit... Ja. Also wenn ich das manchmal sehe bei Facebook, wo ich da in den Gruppen bin, dass die da für einen Bretonenritter eine Woche brauchen, da... Okay, das sieht dann auch übertrieben aus, aber das brauche ich nicht. Die Zeit habe ich auch gar nicht für. Ich find's halt auch total schön eigentlich, aber guck mal, in welchen Frequenzen... wir eigentlich Armeen hochziehen, ne? Das wäre so gar nicht möglich. Und vor allem auch so für dich als Turnierspieler, wenn du mal schnell jetzt eine andere Liste brauchst oder testen willst und so. Und dann kann ich nicht anfangen mit Verzierungen, Highlighten und Effekten und Freeskinned. Ja, Best Painted gehört dann vielleicht dir auf dem Turnier, aber ja. Das war's dann auch. Das war's dann. So. Ja, das ist jetzt soweit. Auf hier. Gucken wir mal. Ja, ich zeige euch das. Ich kann euch das jetzt noch mal kurz zeigen. Ich würde tatsächlich, glaube ich, die nächste Figur verdünnen. Das lassen wir jetzt mal trocknen. Dann gucken wir mal, was dabei rausgekommen ist. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal ein Fahrzeug machen. Ach so, bei dem Fahrzeug haben wir ja, ich habe jetzt eine Besonderheit. Da sind eigentlich Scheiben, hier ist eine Scheibe drauf. Die Scheibe würde ich natürlich jetzt anders machen. Hast du eine Ahnung, wie ich denn eine Scheibe jetzt am besten machen kann? Du müsst hier irgendein Blau nehmen, ne? Wo ist denn da eine Scheibe? Hier. Ui. Weil man macht das ja, ich habe das schon ein paar Mal gemacht auch und auch gesehen, dass man so verschiedene, also einen dunklen Blauton, sage ich mal, als Base und dann... das so ein bisschen verschwemmen lässt. Also man fängt dann am unteren Rand an, nimmt dann ein helleres Blau, wieder ein helleres Blau, bis man in so ein Weiß kommt.
Da hat man so einen leichten Scheibeneffekt, aber gut, da gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, aber weiß ich nicht. Das würde ich jetzt einfach mal freilassen. Hier bin ich jetzt halt mega gespannt durch diese Vertiefung, wie sich das jetzt anstellt. Ja, auf jeden Fall werde ich hier nichts mehr dran machen jetzt. Die Drukhari werden jetzt genau so, wie sie jetzt hier sind. Ist mir jetzt scheißegal. Nochmal grundieren tue ich hier nichts. So. Ich glaube, es war ein Fehler. Warum? Das hat doch nichts. Hallo, hallo, bitte einmal ein neues Grundierungsspiel bringen, danke. Oh oh. Ich bin von diesem Basilik, ich bin wirklich gespannt, wie. Das, ich finde das ziemlich hell. Hm. Na, schauen wir mal, wenn es getrocknet ist, ne? Hm. Ist mir jetzt egal, das ist jetzt so. Das werden jetzt meine neuen Drukhari. Vielleicht hätte ich doch irgend so ein Purple nehmen sollen oder irgendwas. Ich hab dir gesagt, nimm Türkis. Carbolite Green, was zu Carbolite Warriors gehört. Hm. Naja. Meinst du? Ich kann ja den jetzt einfach mal so machen und dann, mein Gott, so ein Venom kostet ja nicht so viel. Dann muss ich mir halt nochmal einen holen. Ja, ist der. Ein Venom. Mhm. Hier so ein Einzelmodell. Das Auto hier. Oh. Ich hoffe, das hat keiner gerade gehört und gesehen, was ich gerade gesagt habe. Weil du so vertieft bist. Ja. Es sieht, eigentlich sieht es ganz, ja, weiß ich nicht. Und die Waffen muss ich auch anders machen. Ja. Oh, zitter, zitter. Schön ins Ziel zittern. Und dann abdrücken. Läuft. Oh Mann, ey. Ja, Leute. Mach mal eine zweite Schicht bei dem. Ich glaube, das sieht auch besser aus. Also ja nochmal alles pinseln. Das wollte ich jetzt vermeiden. Ach so. Genau das wollte ich jetzt vermeiden. Ja, vielleicht habe ich mir jetzt auch nicht die spektakulärste Farbe ausgesucht. Aber bei dir bin ich auch echt gespannt, wie das jetzt wird hier. Ich bin skeptisch. Ja, ich merke das schon. Aber ich jetzt auch nach meiner ersten Farbe, sage ich dir ganz ehrlich. Also es ist natürlich, Manu hat mich ja als Speedpainter vorhin gelobt, aber man muss natürlich auch ganz klar eins sagen, also wenn es um Speedpainting geht und gleichzeitig noch einen hohen Standard zu haben, dann bist du eigentlich auch schon echt, also da bist du ja eigentlich der König hier, ne? Aber mein Malstandard hat sich gewaltig verändert. Seit wir den Laden haben. Ja, das stimmt. Ja, das glaube ich. Aber guck mal, deine Ice Layer zum Beispiel. Ja. Die sind, auch wenn es Speedpainting ist, aber die sehen ja wohl gigantisch geil aus. Es ist seit langem mal wieder was gelungen, ja. Was ist davor nicht gelungen? Naja, davor habe ich ja die Daughters of Cain, da habe ich ja nur Base und Shade gemalt. Da war jetzt nicht die Haare vielleicht nochmal getrockenbürstet, aber es war's. Da habe ich jetzt nochmal ein bisschen... Ein bisschen, das ist so wie deine Silberne, so vom Tempo gehen die sehr, ziemlich schnell, weil ich genau weiß, was ich machen muss. Ja. Und das ist halt ganz cool. Ja, und sieht halt trotzdem der Effekt oder die das sieht halt trotzdem geil aus, ne? Ja. Und es ist, was für mich einfach da auch immer eine riesen Rolle spielt, es ist halt mal was anderes, was du sonst nie so siehst. Ja, das stimmt. Und was kann ich nur jedem empfehlen, wenn ihr eine neue Armee malen wollt? Sucht euch ein Farbschema aus, worauf ihr Lust habt. Nicht irgendwie nach Regeln oder nach irgendwelchen gezwungenen Farbschemen, sondern sucht euch eins aus, was euch gefällt, wo ihr immer drauf Bock habt, wo ihr immer Lust drauf habt. Das ist so wichtig, finde ich. Das stimmt. Wenn du das hast, das ist so eine Motivation, weil du dann auch richtig Lust hast, die anzumalen. Wie anstatt, wenn ich zum Beispiel, ich habe ja am Anfang zum Beispiel meine Stormcast in Gold gehabt und irgendwann hatte ich keine Lust mehr auf dieses Gold. Das kam bei mir so, hatte ich keine Lust mehr auf dieses Gold und habe ich es umgemalt, da habe ich mich geärgert. Das muss man. Wie viele Modelle waren das jetzt so grob für die Zuschauer jetzt? Also ich kenne die Armee ja, ich kenne ja deine Stormcast. Ja, lass es 250 Modelle sein oder so. Was? Das ist ja nicht so viel.
Na gut, ich bin aber immer noch nicht fertig, ne? Aber da bin ich schon lange dran, aber da muss ich auch wirklich Motivation haben, um die weiter. Es sind noch 40 Modelle, die ich ummalen muss von diesen, dann sind sie auch fertig. Wahnsinn. Aber da lasse ich mir Zeit, das sind jetzt nicht die wichtigsten Modelle. Ja, aber die sehen, das neue Schema ist halt aber auch echt geil mit diesem Silber. Das Silberne, das ist das zweitklassische. Ja. Also das Goldene ist das klassische und das ist das zweite. Ist schon cool. So, ich habe jetzt den Mängler Squig, also die Mänglers, nee, die Squigs, Entschuldigung, die Squigs in Gelb gemalt. Ich lasse das jetzt mal trocknen. Das ist unverdünnt. Ich mache jetzt aber den Space Marine mit Verdünnung, damit wir auch vielleicht mal den Unterschied sehen. Mhm. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das was bringt, oder schauen wir mal. Deswegen ist ja alles ziemlich neu. Ich glaube, ich werde das auch mal probieren mit der großen Barke, mit der anderen jetzt hier. Weil man sieht an dem Venom hier schon, dass es extrem fleckig wird. Definitiv. Das wird auf jeden Fall fleckig. Aber macht ja nichts. Ich habe ja sowieso noch was. Was ich auch noch nicht weiß, ist, wie viel klatscht man drauf? Ja. Macht man das tauchdünn? Geht man nochmal da drüber mit dem Pinsel? Ja, es ist wie mit so einem Shade, ne? Das ist nur noch ein bisschen komplizierter. Hier irgendwie. Also was die Dosierung angeht, habe ich auch echt ein Problem. Das sieht auf jeden Fall kacke aus gerade. Jetzt? Hm. Irgendwie sind die Drukhari bei mir verhext. Ich finde da einfach. Ja, gut, warte mal. Man muss Modell natürlich auch erstmal fertig machen. Eins. Kriegt man schon irgendwie gewuppt hier. Aber ich glaube, das ist schon hier zum Teil echt eine Revolution. Diese Farben, muss man einfach so sagen. Aber ist es? Oh. Ich habe natürlich den geilsten Fehler ever gemacht, den man als Maler macht. Was denn jetzt? Ich hätte erst das Medium machen sollen und dann die Farbe, anstatt andersrum. Aha. Ja, sonst machst du ja die Farbe in das Medium. Hä? Was? Also, wenn du die Farbe hier drauf machst und gehst dann mit dem Pinsel ins Medium und mischst das so, ne? Ja. Und geh jetzt wieder rein, dann mach ich das. Ach so, dann machst du die Farbe. Ja, man muss erst das Medium machen und dann die Farbe. Ja, dann musst du mal mein Lamia Medium zu Hause angucken. Da ist Regenbogenfarben drin. Echt jetzt? Ja. Auch es geht. Alles gut. Rot ist gerade sehr stark im Kommen in meinem Topf. Alles voll. Ja, mein Gott. Geht alles. Ich bin echt mal gespannt hier, wie das aussieht, wenn das trocken ist. Aber auch genau, was du sagtest, mit den Mengen habe ich auch echt ein Problem. Auch gerade auf diesen großen Flächen hier. Bei dem Squig und so denke ich, das fällt gar nicht so auf. Meinst du nicht, weil nee. Das gerade Flächen sind bei dir? Ja, genau. Bei den geraden Flächen, denke ich, hast du extreme Schwierigkeiten und dadurch, dass du halt einfach so viele Vertiefungen da hast und so, ist das, glaube ich, überhaupt kein Stress. Mal gucken. Man müsste halt auch wirklich das fertige Modell dann mal haben. Also ich meine, ich male jetzt hier kein Silber und so und diese ganzen Details wollte ich jetzt nicht machen. Also es geht ja jetzt um die Kontrastfarben, ne? Aber genau. Also bei Silber und Gold bin ich immer noch, also da bleibe ich auch treu, da werde ich die ganz normalen Farben auf jeden Fall. Das gefällt mir nicht, also dieses künstliche wie nennen Sie das? Nicht-metallische Malen? Ja. Gelb und helles Grau, das gefällt mir nicht. Nee, da bin ich absolut auf deiner Seite. Und vor allem auch gerade so, also ich mag Energiewaffen so und ich mag halt auch so ein bisschen Schwerter, die einfach nicht nur so standardmäßig oft sind. Mhm. Und das kriegst du, diesen Effekt kriegst du da in dem Maß, glaube ich, überhaupt nicht hin hier mit dem Zeug. Also da. Oder auch bei so Waffen, dass du so Glüheffekte vorne drin hast an den Läufen und so. Ich finde, das ist einfach, weil, also als Speedpainter selbst, jetzt muss ich halt auch immer eins sagen, es gibt halt immer Speedpainting schön und gut und so dieses Kernziel soll ja sein, die Miniatur wirklich schnellstmöglich fertig zu bekommen, sodass er noch halbwegs gut aussieht, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass jedes Modell, egal was, irgendwas braucht, was so ein Eyecatcher ist, wo du auch von Fehlern ablenkst, die du zum Teil gemacht hast. Das ist ja auch wichtig. Du malst zum Beispiel, du machst ein, zwei Highlights und die sollen das
die das Modell in den Blickfang machen. Genau. Ob das die Base ist oder das Modell selbst oder irgendwas an dem Modell, irgendeine eine Flagge oder eine besondere Waffe, wo du dann oder eine Haarverzierung, genau. Das ist völlig egal, aber du brauchst immer, also der Meinung bin ich einfach, du brauchst immer einen Eyecatcher, der einfach von eventuell gemachten Fehlern ablenkt, als beim Speedpainting, und dann ist das alles halb so wild. Ja, stimme ich dir zu. Aber ja, mal gucken. Man muss, und vor allem, ich fand das auch echt gut, was du da gesagt hast, mit dem Bemalschema aussuchen, was einem selbst gefällt, weil gerade wenn man dann mal mehr Modelle bemalt und man hat im Prinzip keinen Bock auf die Farbe. Richtig. Boah. Das zieht sich extrem. Und das demotiviert irgendwann. Ja, ja. Auf jeden Fall. So, ich bin echt mal gespannt, wie das hier gleich aussieht. Auf jeden Fall eine ganz schöne Matschepampe, ja. Sie sieht aus wie einmal in Nullenäue gefallen. Wirklich. Ja, Leute. Das so, überzeugt also ist, mich nicht. Um mal ein bisschen Thema zu, also ein anderes Thema. Das ist jetzt deine nächste Armee, die du malen wirst. Also dein nächstes Projekt. Ach, wir wollen auch so ein bisschen über andere Sachen sprechen. Ja, ja, alles so über das Hobby. Ach ja. So, ja dann. Ja, also jetzt geht der Robby richtig auf. Also. Jetzt geht's richtig los. Ja, aber dazu können wir ja später mal kommen. Vielmehr beschäftigt mich jetzt eigentlich unser kommendes 40K, AOS-Turnier, wo ich ja eigentlich mitspielen möchte. Ja. Oh, wir haben nur noch 4 Minuten, Robert. Echt? Bleiben wir gleich kurz. Dann gehen wir das im zweiten Teil mit dem AOS und bleiben jetzt nochmal kurz... Okay. Beim Bayern. Kontrastfarben ja. Zu dem Thema. Also ich bin jetzt gerade dran beim Dark Angel Screen. Mega. Gefällt mir richtig gut von der Farbe. Ist so ein dunkles Kristallfarbe. Das gefällt mir aber gut. Klatsche ich jetzt einfach mal drauf. Das gefällt mir gut, was du da jetzt machst. Das, stell mal vor, wenn das noch ein bisschen bürstest. Auf jeden Fall. Alter Schwede. Also ich bin Also das bleibt, da bleibe ich mir auch treu. Ich mache die Kontrastfarben drauf und danach mache ich trotzdem noch Trockenbürsten, ja, was ich möchte. Also das muss auch drin sein von der Zeit. Ja, also irgendwo so ein bisschen die Würde behalten muss man auch. Ne? Nee, ist absolut richtig. Also ich werde da auch, ich muss jetzt halt mal gucken, ich werde das jetzt auf jeden Fall benutzen, hier dieses dunkle Basilicanum Grey. Aber ich versuche da jetzt auch bei diesen größeren Modellen, vielleicht, wenn man das hier so sieht, wenn das so fleckig wird. Also ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, mit Weathering-Effekten und so dann noch nachzujustieren, um da vielleicht noch ein bisschen was rauszuholen und definitiv auch Trockenbürsten. Da bin ich voll auf deiner Seite. Das muss einfach drin sein. Das ist einfach mega wichtig. Und der Effekt ist halt einfach ist gigantisch mit dem bisschen, was man an Arbeit hat eigentlich. Ne? Genau. Das sehe ich auch. Ja. Leute, guckt's euch an, den Unfall. Einmal Venom. Zum Mitnehmen. Einmal Venom in fleckig, bitte. Und ja. Mit welchem Pinsel hast du bemalt? Ich habe jetzt mit M-Shade das Modell. Ich mal auch mit M-Shade. Was ist mit Venom mit Base? Ich hoffe, das macht keine Ahnung. Da pinsel ich mich ja tot an dem Ding. Mit dem kleinen Base. Allgemein mit Base-Pinsel, das ist ein Unterschied. Mit einem größeren vielleicht, aber gut, nee, eigentlich nicht. Wenn, dann müsstest du vielleicht einen größeren Shade nehmen noch, oder? Das sieht auf jeden Fall nicht. Das wäre krass, wenn du noch den großen Shade nehmen. Na, ich bin mal gespannt. So, soll ich jetzt mal die Scheibe noch machen? Ja, ne? Was haben wir denn da im Angebot? Wie könnte ich denn mal eine Scheibe machen? Irgendein helles Blau, helles Blau. Ach, weißt du was? Jetzt probieren wir doch gleich mal Thalassa Blue. Auf dem Modell, das sieht doch scheiße aus. Auf dem dunklen Modell, sind Thalassa Blue. Was mach ich denn da jetzt? Willst du ein dunkles Blau nehmen oder ein helles? Eigentlich, ja, ein helles finde ich für die Scheibe eigentlich cooler, aber soll ich ein Ultramarines Blue nehmen? Probier mal. Probier mal, ist gut. Scheiße. Und da, glaube ich, macht das jetzt tatsächlich auch nichts, wenn es ein bisschen fleckig ist.
Ist schon rum? Ja, die halbe Stunde hat sich abgeschaltet. Richtig, Teil 1 ist rum. Ja, wir machen jetzt noch ein bisschen weiter. Ich mache jetzt hier die Scheibe fertig. Genau, Teil 2. Mal mit Manu und Robert. Bis gleich. Jo. Oder bis in ein paar Tagen.